nass, kalt, Regen. Ich muss in die Stadt. Das Auto lockt, aber nein. Keine Parkplätze, Stau, die öffentlichen Verkehrsmittel kommen für mich nicht in Frage. Was bleibt mir? Mein geliebtes Zweirad. Ich habe aber mein Fahrzeug für den Winter fit gemacht. Ich möchte den Wettereinflüssen trotzen. Ich habe mich heuer für das volle Ornat entschieden. Also wir haben verbaut, was einfach verfügbar war. Klar war, dass ich beheizbare Griffe brauche, weil selbst bei Temperaturen unter 7, 8 Grad wird es etwas klamm in den Fingern. Die habe ich schon getestet, die funktionieren super. Also es wird brennheiß, allerdings lassen sich diese Griffe natürlich in der Stärke oder in der Intensität der Hitze variieren. So, Heizgriffe waren mir also enorm wichtig, auch deswegen, weil ich ungern mit sehr klobigen Winterhandschuhen fahre. Der zweite Teil, ebenso wichtig, Nässe- und Kälteschutz bei wirklich tiefen Temperaturen, wenn es einmal Niesel schüttet oder sogar schneit. Die Beindecke, in diesem Fall habe ich mich für eine fest verbaute Beindecke entschieden. Das heißt, der vordere Teil ist mit der Piaggio untrennbar verbunden. Der hintere flexible Teil wird mit einem Zip verbunden, was auch bedeutet, dass man eventuell bei einer Schönwetterperiode oder zum Beispiel im Sommer den vorderen Teil drauf lassen kann und den hinteren Teil einfach runternimmt und gegebenenfalls schnell wieder montieren kann. Der dritte Teil, das Popscherl, muss gewärmt werden und deswegen habe ich mich natürlich für eine beheizte Sitzbank entschieden, die mich also wirklich in Stufe 3 durchgrillt. Ich würde mal sagen, auch bei Minusgraden wird jedem wirklich warm sein. Die Decke ist hier doppelt abgedichtet, das heißt, Wasser kommt hier nicht hinein und das habe ich auch ausprobiert. Diese Klappe dient dazu, den Zündschlüssel zu erreichen, was auch super funktioniert und wurde meiner Meinung nach zum letzten Jahrgang auch verbessert. Die Dichtung wurde hier verbessert. Mir ist hier kein Wasser reingeronnen, auch wenn hier auf der Plane eventuell sich eine Lacke bildet. Dieser Teil hier beinhaltet den Wetterschutz für die gesamte Sitzbank, die auch eine gewisse Spannung erzeugt, sodass die Beindecke wie ein Hardcover quasi über dem ganzen Fahrzeug liegt. Das wird dann heruntergenommen. Da drinnen schnell und locker verstaut und einen Zip zugemacht. Okay, und die Beindecke hat eine Befestigung, die um den Körper geführt wird und die Decke sozusagen fest mit dem Fahrer verbindet, insbesondere aber auch einen Nässeschutz und Kälteschutz fast bis zur Hälfte des Rumpfs erlaubt. In der Beindecke selbst ist ein Heizelement integriert, das auf den Oberschenkeln aufliegt und auch dreistufig in der Wärme gesteuert werden kann. Das Fahrzeug ist geladen und gesichert. Nein, es ist arretiert und mit der Handbremse gesichert. Und die Funktionsweise ist es so, dass man einfach sich draufsetzt, die Decke um sich spannt und mit dem Klettverschluss fixiert. Das Heizelement liegt jetzt auf meinen Oberschenkeln eng auf. Vor mir sind die Bedienelemente. Wir haben drei Bedienelemente, aber bei diesem Fahrzeug können nur zwei Elemente gleichzeitig aktiv sein. Das heißt, letztendlich entscheidet man sich auf jeden Fall für die Heizgriffe und wählt dann aus zwischen der Sitzheizung und der Beindecke jeweils in dreistufiger Wärmeleistung.
Ich bin jetzt schon einige Tage mit der MP3 unterwegs, um ein bisschen zu testen, was ich mag, in welcher Intensität ich die Wärmeleistung brauche. Und es ist gut, dass man es variieren kann, weil gestern war es eiskalt und hat geschüttet. Heute scheint die Sonne, da brauche ich nicht so viel Wärmeleistung. Neben den Heizgriffen ist mein Liebling natürlich die beheizte Sitzbank, die man in 3 Stufen variieren kann. Die Wärmeleistung ist enorm. Gestern hat es, glaube ich, ungefähr 7 Grad gehabt. Ich bin in Stufe 3 mit der Sitzheizung gefahren und mir hat es also fast den Hintern abgebrannt. Bedeutet für mich, auch Minusgrade sind überhaupt kein Problem und vielleicht sogar ein Vergnügen. Wir haben uns weitergehend umgeschaut, wie kann man sich im Herbst und Winter gegen die Kälte schützen. Wie hat man es schön warm auf seinem Roller, auf seinem Motorradl, und das ist nicht einmal jetzt typenspezifisch, und haben noch ein paar Teile mitgenommen, die für euch vielleicht von Interesse sein können. Wer keine beheizten Griffe montieren will, dem bietet sich natürlich die Möglichkeit, beheizte Handschuhe zu verwenden. Wir haben hier ein paar von Tucano Urbano, Handwarm heißen die, und die funktionieren folgendermaßen. Es gibt ein Akku-Pack im Handschuh, Ladegerät wird natürlich mitgeliefert, das wird da drinnen verstaut. So, der Handschuh, ein Motorradhandschuh, wird angezogen und hier wird die Heizung schlicht und ergreifend eingestellt. Könnte man vielleicht auch zum Skifahren verwenden, sind aber spezifische Motorradhandschuhe mit Protektoren hier an den Knöcheln, Hohrstulpe, dass keine Flüssigkeit eintritt, Polsterungen, Verstärkungen dort, wo der Handschuh speziell belastet wird, also wirklich ein super Produkt und vor allem ein easy Produkt. Wir haben noch ein super Produkt für euch gefunden, ein fancy Product, ein Gadget. Und zwar ist das ein beheizbarer Halswärmer. Bei diesem hier wird das Akku-Pack nicht mitgeliefert, deswegen habe ich einfach aus meinem Fundus ein kleines Akku-Pack genommen, aufgeladen. Dieses Akku-Pack wird auf der linken Brustseite eingeschoben, hier. Das ist ein sehr einfach handzuhabendes Produkt, klein verstaubar, kann man immer mithaben. Man macht es auf, legt es um den Hals, verschließt es wieder mit den Klettverschlüssen, und wie bei allen Tucano Urbano Produkten gibt es einen großen Knopf, der auch mit Handschuhen zu bedienen ist. Man drückt 2 Sekunden drauf und der Neckwarm beginnt dich zu wärmen. Wer die Investitionen für eine beheizte Sitzbank scheut, auch für den gibt es eine Lösung. Auch diesem Manne oder dieser Frau kann geholfen werden. Es gibt nämlich auflegbare Sitzheizungen für Motorräder, Roller, die nach der gleichen Art und Weise funktionieren wie der Neckwarmer. Es gibt nämlich hier ein Fach, und in diesem Fach befindet sich ein wunderbarer USB-Anschluss, den ich hier gleich mal anstecke, einschiebe, zumache, wasserdicht im Übrigen. So, das Ganze montiert man auf seinem Sattel, und hier hinten, wie wir schon gesehen haben, der große, typische Tucano Urbano Einschaltknopf. 2 Sekunden gedrückt und das Bobscherl ist warm. Gadgets hin oder her, das Wichtigste ist für euch aber trotzdem eine super Jacke für den Herbst und den Winter, und ich habe mich dafür ein Modell von Tucano Urbano entschieden, aus mehreren Gründen. Erstens einmal möchte ich nicht als Motorradfahrer oder Rollerfahrer auffallen, wenn ich in ein Kaffeehaus gehe, in ein Restaurant, eine Trattoria. Auf der anderen Seite möchte ich allerdings die volle Sicherheit für mich beanspruchen, und deswegen hat diese Jacke sowohl
Ellbogenprotektoren, die man herausnehmen kann, Schulterprotektoren. Mit diesen beiden wird sie auch geliefert und ich habe in dieser Jacke auch einen Rückenprotektor für maximale Sicherheit verbaut. Für maximale Sicherheit sind in dieser Jacke auch Reflektoren verbaut, sodass eure Sichtbarkeit bei schlechtem Wetter und in der Nacht drastisch verbessert wird. Ihr seht also, es gibt viele Möglichkeiten, euch das Zweiradfahren im Herbst und Winter wärmer und trockener zu gestalten. Es gibt keine Ausreden mehr, nicht 365 Tage mit dem Zweirad unterwegs zu sein.